Hallo liebe Campingfreunde! Lang, lang, lang ist's her seit unserem letzten Trip von Spanien. Wir haben viel gearbeitet und jetzt geht's mal wieder raus. Wir freuen uns sehr, auch wenn die Campingsaison in Deutschland schon fast vorbei ist, weil es sind nämlich nur noch 10 Grad. Trotzdem haben wir die Sachen gepackt, das Auto ist voll beladen und es geht mal wieder raus in die Natur. Wo es hingeht, das erfahrt ihr natürlich auf der Reise. Und unserem Freund geht's auch noch gut, wie ihr seht. Der Ducky ist noch dabei. Wir haben jetzt ein kleines Update. Es gibt jetzt einen Kinderwagen für den Hund, damit wir einfach spazieren gehen können. Und dann steckt mal wieder ein und wir fahren los. Hier riecht's ein bisschen nach Pups. Der Duck pupste wie jetzt ganz schön oft in letzter Zeit. So, Freund, machst du gemütlich? Ich mach's mir jetzt auch gemütlich. Und dann geht's wieder auf die Autobahn. Ich habe mir jetzt schon die Jacke angezogen. Es ist ja doch ein bisschen frischer hier in Deutschland gerade. In Deutschland? Ach, wir sind ja gar nicht in Deutschland. Wir sind ja schon im Ausland. Ja, wir sind nach Polen gefahren tatsächlich und sind jetzt hier auf der ersten Raststätte. Wir haben ein bisschen Essen eingekauft im Supermarkt und werden uns jetzt erstmal noch eine kleine Mahlzeit zubereiten. Es ist ja jetzt schon richtig dunkel, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Auf jeden Fall ist unser Auto voll bepackt. Also, wie gesagt, Essen haben wir dabei, Anziehsachen natürlich. Den Kinderwagen von Doug müssen wir jetzt auch hier irgendwie noch platzieren. Und wir haben das Auto umgebaut zum Tisch, damit wir gleich drin sitzen können. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich nicht viel verändert. Oder das Einzige, was sich verändert hat, ist der Duck. Der ist nämlich älter geworden. Deswegen gibt es auch diesen Kinderwagen jetzt. Der schläft natürlich jetzt ganz viel, aber freut sich trotzdem noch mit uns auf Campingtour zu gehen. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass sich über die letzten 6 Monate diese Holzstäbe, die wir gebastelt hatten für den Tisch, gezogen haben. Die hinteren Stäbe, die haben gar nicht mehr reingepasst in die Löcher. Das heißt, wir mussten zu Hause nochmal die Schleifmaschine anlegen. Und wie ihr seht, das hat sich auch ein bisschen verzogen. Liegt einfach daran, es ist einfach Holz und das Auto stand auch natürlich viel rum. Wir sind nicht viel gefahren damit im letzten halben Jahr. Und dann kann das natürlich mal passieren bei dem Holz, dass sich das einfach mal verzieht, verbiegt. Da muss einfach dann nochmal Feinschliff ran. Das machen wir irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber sollte trotzdem jetzt erstmal so funktionieren. Jetzt mache ich es hier ein bisschen gemütlich, damit wir dann gleich kuschelig hier drin sitzen können. Das Auto ist immer noch nicht größer geworden und wenn man viele Sachen mit hat, dann ist es natürlich wie immer beengt. Aber wir kriegen das hin. Wir haben hier einfach ein paar Dosen eingepackt, damit man einfach jetzt am Rasthof mal eine kleine Mahlzeit haben kann. Bunte Auswahl, Nudeltopf, Hühnersuppe, Erbsen, Eintopf. Irgendwo ist auch der Kocher. Den zeigen wir euch auf jeden Fall nochmal im Hellen. Das ist nämlich ein Upgrade. Das haben wir auch geändert. Wir haben unser Besteck jetzt hier rangetackert. Eigentlich ganz praktisch, da klappert nichts und man hat gleich einen Löffel griffparat. So, den Dosenöffner brauche ich jetzt nicht, habe ich gerade gemerkt. Der kommt dann wieder vor. Die Dosen haben nämlich einen Öffner dran. Da nützt der beste Kocher nichts, wenn der Tank leer ist. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal umsteigen auf unsere Kartuschenkocher. Die haben wir notfalls immer noch mit dabei. Gerade für so einen Fall ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Den darf man nämlich jetzt nicht heiß wieder auffüllen. Ja, steigen wir einfach um und versuchen uns unser Süppchen hier nochmal warm zu machen. Der ist auch schon fast leer. Ich glaube, der gibt es auch nicht mehr viel her. Und den anderen Kocher, ich glaube, den haben wir auf jeden Fall nicht dabei. Der hat hier einen Klickverschluss. Ja, und die ist noch voll, aber dafür haben wir keinen Kocher dabei. Vielleicht müssen wir es auch einfach kalt essen. Tja, kann passieren.
Also ein bisschen was geht noch. Mal schauen, ob wir das hier erwärmt kriegen. Witzig, wir haben jetzt hier 3 Kochgelegenheiten. So richtig funktioniert es gerade hier gar nicht, aber lass uns nicht die Laune verderben. Das ist immer wieder schön, auf dem Rasthof zu sein. Überall sind LKWs davor. Vorne war gerade das DHL-Auto. Wir stehen hier auch mit einem ehemaligen Postauto. Also richtig cool. Unsere Kochvariante hat nicht ganz so geklappt. Das würde jetzt hier noch ewig dauern. Ich habe jetzt einfach noch mal im Auto nachgekramt und geguckt. Wir hatten ja so eine kleine elektrische Platte. Davon wollten wir eigentlich loskommen. Wir hatten die aber noch im Auto drin. Wir nehmen die jetzt auch zum Kochen. Das heißt, jetzt muss kurz der Generator angemacht werden und dann kochen wir unser Essen mit der Elektroplatte. Heute mal ausnahmsweise. Aber ich bin froh, dass wir sie dabei haben, weil sonst hätte das jetzt mit dem Essen heute mal wieder nicht geklappt. Tada! Hier ist sie. So, Generator, der macht schon schlapp oder was? Also Generator, wenigstens der ist voll mit Benzin. Also das scheint hier zu funktionieren. Jetzt hier am Rasthof stört einen das auch, stört es auch keinen von der Lautstärke. Hier ist ja sowieso laut vom Verkehr. Und die Platte wird relativ schnell warm, weil die hat relativ viel Watt. Das ging natürlich jetzt richtig, richtig zackig mit der Platte. Zum Glück haben wir das alles dabei. Auch den Generator, der hat uns jetzt mal wieder hier ein bisschen das Abendbrot gerettet, weil es mit den Kochern gerade nicht funktioniert hat. Aber morgen gehen wir das Problem nochmal an, dann wird es klappen. Schön warm, an der frischen Luft essen, perfekt. Wir haben das Auto schon wieder eingeräumt. Die Herdplatte muss noch ein bisschen auskühlen. Das dauert ganz schön lang bei der Herdplatte. Aber nicht so wild. Ist ja draußen schon ein bisschen kalt, deswegen geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja, wir sind schon wieder bereit zur Weiterfahrt. Wir haben noch eine Stunde vor uns. Dann dort ist unser erstes Ziel. In der Tat kann ich euch sagen, dass wir diesen Platz schon mal angefahren haben. Vielleicht kennt der eine oder andere den aus den Videos. Wir werden das morgen auf jeden Fall im Hellen nochmal erkunden zusammen. Geschafft. Wir sind endlich am Ziel angekommen. Wir werden jetzt gleich mal schauen, ob es hier einen schönen Platz gibt für uns. Damals, wo wir dort waren, im Sommer, da waren auf jeden Fall viele Plätze verfügbar und auch viele Leute und Autos, die hier übernachtet haben. Und wir schauen einfach mal, ob jetzt hier noch was los ist. Ich denke, es könnte richtig leer sein, weil es ja jetzt einfach gar nicht mehr die Saison ist. Inzwischen ist es jetzt schon ganz schön spät geworden, nach Mitternacht, direkt schon um 1. Durch die lange Pause und dadurch, dass die Autobahn dann doch noch mal in einer Baustelle gemündet hat, hat es doch ein bisschen länger gedauert. Wir sind müde. Also so wie es scheint, gibt es hier keine nächtigen Camper, die sich zu uns gesellen würden. Die Häuschen von letztens stehen auch noch. Die Überdachungen. Also es ist natürlich jetzt schon richtig dunkel hier, gibt es auch keine Beleuchtung. Auf jeden Fall sind da so wieder Häuschen, wo man sitzen kann, überdacht. Und ein Camper steht jetzt hier noch mit auf dem Platz oder einer, der übernachtet auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch hier einen schönen Platz gefunden. Jetzt geht es natürlich erstmal ans Umbauen. Ich höre auf jeden Fall schon das Meer rauschen und das werden wir auf jeden Fall morgen dann erkunden.
Aber jetzt wird erstmal das schöne Auto umgebaut. Das sieht echt fürchterlich aus hier drin, aber werden es uns gleich hübsch machen. Zeit wird's fürs Bett, auch wenn die Lampe jetzt noch so grell ist, aber ich bin schon richtig müde und der Duck will jetzt auch langsam schlafen. Wir gehen jetzt rein und machen es uns gemütlich. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. Guten Morgen. Uns begrüßt ein wunderschöner Herbsttag. Die Sonne strahlt hier. Mittlerweile sind wir auch nicht mehr alleine. Hier sind viele Pilzsammler und bestimmt auch welche, die ans Meer gehen. So stehen hier schon, ja, bestimmt gute 10 Autos. Das Müllauto war auch schon da, wie beim letzten Mal auch. Hat geschaut, ob die Mülleimer voll sind. Wir haben jetzt schon gefrühstückt hier an dem Tisch und packen jetzt unsere Sachen und werden jetzt auch mal durch den Wald spazieren und uns mal auf den Weg zum Meer machen. Die Nacht war kalt. Aber wir haben trotzdem gut geschlafen und es dauert natürlich erstmal wieder ein bisschen, ehe man sich wieder ein bisschen eingroovt in die ganze Campinggeschichte. Wir haben ja jetzt auch ein halbes Jahr kein Camping mehr gemacht. Deswegen brauchen wir mal ein bisschen jetzt, um erstmal wieder alles einzuräumen, an Ort und Stelle zu bekommen. Aber uns geht's gut und wir genießen jetzt die Zeit hier in Polen. Laut Karte sieht's gar nicht so weit aus zum Meer. Mal schauen, ob es da einen Weg geht durch den Wald. Und gucken wir einfach mal, wie lange wir laufen müssen. Eigentlich, wie gesagt, sieht es nicht weit aus, aber wir schauen mal. Er schläft gleich ein. Liebe Leute, wir kochen jetzt mit einem Benzinkocher und wie ihr seht, rußt das ordentlich hier an den ganzen Geräten. Deswegen müssen wir das erstmal ein bisschen putzen, bevor wir das wieder ins Auto packen. Weil sonst wird alles schmutzig. Und den Kocher stellen wir euch später nochmal vor. Alles schwarz. Wow. Heute früh hat der Benzinkocher wieder super funktioniert. Was gestern los war, keine Ahnung. Aber jetzt klappt es richtig gut. Und ich bin wirklich froh, dass wir nicht mehr mit den Kartuschen kochen müssen. Wir haben jetzt alles verstaut. Ihr seht, sieht schon wieder ganz ordentlich hier im Auto aus. Ich muss mich derweil um den Duck kümmern, weil der ist ziemlich müde und kann irgendwie ohne mal kurz die Hände abzulecken nicht einschlafen. Aber der ist schön im Warmen. In seinem Kinderwagen sitzt er jetzt hier. Und hier hinten sieht es schon richtig gut aus. Alles verstaut, relativ ordentlich. Los geht's, wir gehen zum Meer. Wir werden mal schauen, wie die Temperaturen da vorne sind. Wahrscheinlich ist es ein bisschen windig. Wir gucken uns das mal an. Und dann ein kleiner Spaziergang und wieder zurück zum Auto. Tschüss! Einer ist hier wirklich ganz glücklich. Der Duck streckt seine Nase in die Sonne. Die kommt jetzt auch noch mal raus. Inzwischen sind die Kissen wieder aus dem Auto rausgefallen. Nachdem wir die Kofferraumklappe aufgemacht haben, ja. Aber der Duck genießt und schläft jetzt gleich ein hier in seinem. Wir gehen jetzt da entlang zum Meer. Wir kommen und wir sehen schon das Meer. So, jetzt ist hier auch Durchfahrt verboten. Da müssen wir einfach mal durch den Zaun gehen. Danke. Wir sind drüben. Hier geht es nicht mehr weiter mit dem Wagen. Ich glaube, jetzt müssen wir tragen.
Ach, das macht schon echt Spaß mit so einem Hund, der nicht mehr laufen kann, der einfach zu alt ist, zu blind, zu taub. Also ist schon ganz schön aufwendig, aber wir haben uns dafür entschieden und 3 Jahre machen wir den Spaß jetzt schon mit dem Duck. Von daher bleiben wir frohen Mutes und hoffen, dass Duck der älteste Hund von Berlin wird. Jetzt geht's los. Unser Aufgang da drüben. Der sieht auf jeden Fall ziemlich kaputt aus. Ja, wir werden belohnt. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen lang spazieren. Zum Glück haben wir den Kinderwagen und ja, gehen einfach mal hier ein Stückchen lang, genießen das Wellenrauschen. Schön. Wundervoll. Eine gute Entscheidung, hierher zu fahren. Mal, ob unser Wagen das mitmacht. Oh, ja. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also das Meer, wunderschön. Aber hier am Abhang sieht man auf jeden Fall, dass die Bäume hier richtig rausgerutscht sind aus dem Hang hier. Die liegen ja alle schräg da vorne. Und ich glaube auch einfach, die ganze Düne ist nicht mehr ganz so befestigt, ne? Also deswegen sieht man hier, wie das hier alles abgebrochen ist. Sieht ein bisschen kaputt alles aus hier. Aber wir werden jetzt trotzdem wieder zum Auto zurückgehen. Es wird nämlich ganz schön windig und kalt hier. Und da machen wir uns noch ein bisschen gemütlich. Wir sind wieder zurück. Jetzt glaube ich, langsam braucht der Duck was zu essen. Also steht das jetzt erstmal an. Essen holen. Das Essen ist dort drin. Die Teller für den Duck sind dort drin, das Besteck auch. Das heißt, wir müssen den Hund nochmal umtransportieren, woanders hinsetzen. Aber das machen wir jetzt als erstes, damit der glücklich ist. Ja, und dann wird es gemütlich. Gabel. Fertig. Ich glaube, uns ist jetzt gerade ein Gast hier reingeflogen. Irgendwo dahinter den Matratzen müsste sich ein Vogel befinden. Ich glaube, der hat sich jetzt verfangen. Mal gucken. Ja, ich sehe ihn da hinten in der Ecke. Operation Hundeessen müssen wir jetzt nach unten verschieben. Weil jetzt müssen wir erstmal den kleinen Piepmatz retten. Okay. Da ist er. Oh weia. Ein ganz kleiner. Komm her. Eine Blaumeise oder sowas hat sich jetzt hier verfangen. Oh Gott. Der ist mini. Also wir können das Problem natürlich schnell lösen, indem wir die Heckklappe aufmachen. Dann kann er natürlich wieder in die Natur. Schon raus? Wo ist er denn? Hier rausgeflogen? Okay, der ist schon wieder rausgeflogen. Also kein Vogel mehr im Auto. Okay, tatsächlich, er ist nicht mehr da. Na dann, tschüss. Piepmatz.
Wir wollten jetzt gerade hier so ein bisschen die Kartusche nochmal anmachen und unseren Kaffee kochen, aber der Kocher scheint kaputt zu sein. Also es kam jetzt, also das ganze Ding hat gebrannt und es kamen Flammen aus diesem Teil hier. Das heißt, es war kurz davor wahrscheinlich zu explodieren. Also sollte man echt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wir hatten den vielleicht, in Spanien hatten wir den, glaube ich, gekauft. War halt auch günstig, 20 Euro oder so der Kocher. Ja, sollte man vorsichtig sein, gerade mit solchen Dingern hier. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wir müssen natürlich noch abwaschen, unser Geschirr von gestern, damit wir heute Abend noch mal was kochen können. Das mache ich jetzt gleich mal. Mit kaltem Wasser ist das natürlich nicht so schön wie zu Hause, aber es muss trotzdem einfach gehen. Wir haben uns ein bisschen Wasser mitgenommen. Gleich sauber sein. Ach, wir haben eigentlich auch so ein schönes Abtropfding, wo wir unser Geschirr drauflegen, aber natürlich ist jetzt die Frage, wo das ist. Auf jeden Fall brauchen wir ein Wischtuch. Ganz wichtig. Irgendwo hier im Auto versteckt. Gute Frage. Erstmal ein Handtuch. Also wir suchen trotzdem immer wieder die Sachen und gucken, wo es sein könnte. Und hier ist es nicht. So, mal schauen. Dort ist es auch nicht. Dann ist es garantiert dort, wo der Duck liegt. Das ist natürlich jetzt schwierig. Da muss ich bestimmt mal an die Küchenbox ran, damit ich mal ein Handtuch wenigstens hole, damit wir hier das Geschirr auf den Tisch stellen können, das saubere. Wir haben leider kein Wischtuch mit. Schade. Dann müssen wir das einfach abspülen und trocknen lassen. Und es ist natürlich ordentlich kalt hier draußen. Aber das klappt schon. Gucken dann gleich mal in unsere Essensbox, was wir heute Abend zum Essen machen können. Ich vermute, es werden Nudeln. Nudeln mit Thunfisch wahrscheinlich und einem Pesto. Simpel, aber das dauert natürlich nicht so lang. Wir haben immer nur einen Topf dabei, das heißt, wir müssen den auch jedes Mal reinigen. Aber reicht vollkommen aus. Wir hatten heute Nacht das Essen vom Duck draußen stehen lassen, weil es einfach da schön kühl ist auch. Und heute früh war die Dose leer. Ich vermute, das war sicherlich ein Fuchs, der sich das geholt hat. Nächstes Mal lassen wir es drin stehen. Bei 6 Grad sitzen wir jetzt hier im Auto. Es ist auf jeden Fall richtig kalt. Und ja, jetzt langsam kommt der Hunger auch. Ihr seht, der Kocher ist schon an. Der Duck hat schon gegessen. Das heißt, es ist immer gut, wenn der Hund zuerst satt ist. Wir werden uns jetzt noch mal ein paar Nudeln machen mit unserem neuen Kocher. Wir lassen den jetzt ein bisschen warm werden und dann werden wir unsere Nudeln draußen kochen und noch ein bisschen was essen heute Abend. Hoppala! Ja, es ist auch schon dunkel hier. Man sieht nicht mehr viel. Also, ich sag euch mal so, ich habe 2 Hosen an, 2 Pullover und noch ein Unterhemd. Also, man muss sich warm anziehen. Jetzt bei den Temperaturen ist es doch schon ganz schön kalt geworden. Und dunkel, natürlich. Wir werden jetzt erstmal das Wasser kochen. Die Nudeln sind jetzt al dente. Wir haben die diesmal auch ins kochende Wasser getan. Hat auch gar nicht so lange gedauert und die sind perfekt geworden. Jetzt kommt natürlich noch der Thunfisch rein. Haben wir uns mitgebracht und das Pesto. Und dann können wir schön noch Abendbrot essen. Wir haben auch so einen tollen Topf. Der Deckel, der hat so einen Gummirand. Das heißt, man kann den auch super abgießen. Man braucht gar kein Sieb dafür. Das ist natürlich ein super simples Essen beim Camping. Nudeln, ein bisschen Pesto rein. Und es schmeckt eigentlich immer sehr gut. Ich habe hier im Supermarkt ein veganes Pesto gegriffen. Es gibt ja auch andere Pesto-Sorten mit Ricotta oder ähnlichem. Mal schauen, ob das schmeckt. Aber ist halt vegan. Der Duck interessiert sich natürlich hier für den Thunfisch, glaube ich. Das riecht der. Der will am liebsten gleich auf den Tisch springen. Aber der hat ja schon gegessen. Das heißt, der muss sich jetzt mal zurückhalten in seiner Euphorie hier. Super, perfekt. Das ist auch leer.
wunderbar. Aber das riecht natürlich auch sehr lecker hier. So, jetzt wird gegessen. Guten Appetit. So, wir haben gegessen. Es war super lecker. Jetzt gehen wir schlafen. Ich habe schon alles umgebaut. Inzwischen ist auch schon die Befestigung vom Tisch abgegangen. Das heißt, wir müssen morgen mal gucken, wie wir das wieder dran kriegen, damit wir die Stäbe wieder reinstecken können. Aber heute schlafen wir erstmal gut. Wir holen jetzt gleich den Duck noch rein. Der ist auch schon bettfertig. Und dann, ja, dann war das ein wunderschöner Tag hier in Polen an der Ostsee. Ja, keine Leute hier, ganz ruhig. Es ist natürlich frisch. Ihr seht, ich bin dick angezogen. Das braucht man tatsächlich jetzt in der kalten Jahreszeit. Und dann sage ich gute Nacht und wir sehen uns dann morgen schon wieder. Tschüss! Und außerdem wollte ich noch vielen Dank sagen für die Kommentare. Es war ja ein bisschen ruhig geworden um uns. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr wieder einschaltet und unsere Videos schaut. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es wieder in die Kommentare und lasst ein Abonnement da. Bis bald. Tschüss!